So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hinter Kaifek, hinter V3, in der Staffel 2. Wir haben in der letzten Folge auf unserem neuen Grasfeld, der G8, haben wir gemäht, geschwadet, die Ballenpresse schon mal hingeschafft. Und ich habe noch gesagt, ich lasse mir noch was einfallen, wie wir die Ballen abtransportieren. Und deswegen stehen wir auch schon beim Händler. Mit dem habe ich nämlich auch schon gesprochen und der hat uns einen netten Anhänger empfohlen, der uns die Arbeit mit den Rundballen erleichtern wird. Und das ist hier dieses schöne Schmuckstück hier, der Andersen Anhänger. Mit dem können wir die Ballen schön aufnehmen. Und dann auch bei uns zu Hause, wo wir es wollen, abschieben, dass sie liegen bleiben. Dass wir uns da ein bisschen Zeit sparen. Nicht alles mit der Gabel oder mit der Zange aufladen müssen. Hat er gemeint, ist das die beste Möglichkeit. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns gleich das Gespann hier. Und fahren schon mal zum Feld und fangen an. Weil wir haben auch schon 17.07 Uhr. Der Tag ist nicht ewig. Und wir sollten heute auf jeden Fall noch pressen und die Ballen wegkriegen. Und den Rest mit dem Ladewagen in unser Silo verfrachten. Du hast jetzt wieder nicht warten können, gell? Pepperter Hund. Da fahren wir gleich wieder hier die Nebenstraße. Bevor uns der Verkehr noch weiter ärgert. Und noch eine kleine Info am Rande. Ich produziere jetzt hier gerade die Folgen alle vor. Es ist ja jetzt die Dienstagsfolge. Und ich habe jetzt komplett eine Woche bis zum nächsten Dienstag, also in dem Fall Faschingsdienstag, vorproduziert. Da ich im Fasching selber ein bisschen unterwegs bin. Hoffe, das ist okay für euch. Und ich dachte mir, dass keine Folgen ausfallen. Produziere ich das alles ein bisschen vor. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, falls ich nicht gleich Kommentare umsetze im Projekt, produziere ich vor. Ich habe zwar immer schon die ersten drei Folgen immer vorproduziert, aber ich bin jetzt ein bisschen früher dran. Es läuft gerade heute die Donnerstagsfolge. Währenddessen nehme ich hier gerade schon für die nächste Woche auf. So, parken wir hier gleich mal am Rand außen erstmal. Dass wir hier keinem im Weg rumgehen. Und dann pressen wir erstmal. Und falls sich meine Stimme ein bisschen komisch anhört, tut es mir leid, aber ich bin leicht erkältet. Aber es ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. So, starten wir hier mal die Presse. Senken wir mal alles. Okay. Jetzt startet er. Und dann schauen wir mal, was diese kleine feine Presse hier leistet. Und wie lang uns so eine Netzladung in der Presse reicht. Die Ecken war sind ein bisschen scharf teilweise gefahren. Aber naja. Haben die sich von der Optik irgendwie verändert? Nö. Von der Optik nicht. Bloß das Netz kam hinzu, okay. Würde ich sagen, pressen wir jetzt mal in der Innenansicht. Auf den Hänger gehen jetzt 24 Ballen drauf. Und ich würde auf jeden Fall mal einen Hänger Ballen pressen. Und die wegfahren und den Rest einsammeln.
ist mal der Plan, dass wir auf jeden Fall mal 24 Ballen haben zur Fütterung. Und ich denke, damit müssten wir dann eigentlich über den Winter kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Ballenpresse einen eingebauten Zähler hat oder nicht. Müssen wir mal schauen. Ah ja, gesamte Ballen 3 bis jetzt. Ich finde, die Presse macht einen guten Job. Klar, durch das, dass wir die Schwarte hier so gut so doppelt gelegt haben. Habe ich da jetzt gut alles mitgenommen? Ich hoffe. Ist hier natürlich die Presse ziemlich schnell voll. Bleibt da überhaupt viel übrig zum Einfahren? Schauen wir mal. Weil wenn es jetzt nicht viel übrig bleiben sollte, dann würde ich sagen, press mal die ganze Wiese. Weil es soll schon Minimum ein, zwei Ladewagen rauskommen. Dass sich das rentiert. Pappe geht hoch. Ah, da haben wir ein bisschen was vergessen da hinten. Das könnt ihr ja auch in dem kleinen Spiel hier sehen, oder? Klappe aufgeht. Und gleich mal testen. Nee. Ah, da war ich die weiße Kappe hier sehe. Okay. Habe ich das sonst in dem Spiegel sehen? Nö. Sieht nicht so aus. Sei jetzt der Allrad automatisch angegangen? Ich habe der Meinung. Ach. Ja, ich bin ja mit dem anderen Traktor vorgefahren, genau. Ich habe schon gedacht, das war ich. Oder der ist automatisch angegangen, sagen wir mal so. Wenn jetzt hier was liegen bleibt, nehmen wir das am Ende mit. Werden wir öfters noch so ein paar Häufchen haben, wo hier rumliegen. Dann schauen wir doch gleich mal nebenbei, wie viele Ballen schon sind. 12 Ballen haben wir schon.
Das läuft ja ganz gut, würde ich sagen. Und wir haben unsere Ballenpresse auch endlich mal im Einsatz. Das Wetter hält zum Glück auch noch. Und ich hoffe ja wirklich, dass unsere Felder noch erntereif werden und die Witterung passt zum Ernten. Weil sonst haben wir ein kleines Problem, was die finanzielle Lage angeht. Dann wird das jetzt der 16. Ballen sein. Jawohl. Weiter, musste bloß kurz was wegen der Arbeit klären. Ja, da am Eck habe ich echt nicht gut erwischt das Ganze. Würde ich mal sagen, wenn das Vorgewende immer oben sind, dürften wir die Ballen soweit zusammen haben. Aber dann lohnt sich's auf jeden Fall noch mit dem Ladewagen hier runterzufahren. Da kriegen wir noch ein bisschen was in Silo. Wie ich gehört habe, hat die Baufirma auch unser Häckselgut endlich mal wieder geliefert oder liefert es heute Abend noch, so wie es geheißen hat. Ist natürlich die Frage, ob sie es wieder ins Silo packen oder ob sie es nur vorne abladen und wir es selber wieder reinräumen müssen. Dann müssen wir uns noch überraschen lassen. Was waren das jetzt? 21 Ballen, ja. War das die 22? Dann sollten es noch zwei sein. Dann wäre der Hänger hier voll. Schauen wir, ob wir das gleich hier alles mitnehmen. Zumindest ist das Gröbste. Und fahren hier jetzt noch einen Ballen raus. Dann haben wir die 24, die ersten zusammen. So, wenn der abgeladen ist,
Fresse schon mal wegfahren. Und werden dafür den Ladewagen holen. Aber erstmal sammeln wir das Ganze. Und schauen jetzt erstmal, dass wir hier reinkommen. Mit dem Hänger hier. Bisschen beim Nachbar hier ins Grundstück fahren. Noch irgendwo hängen geblieben. Jetzt schauen wir aber erstmal. Ah, der hat die Seite. Was geheißen? Mit der Zange an die Ballen fahren und dann lädt er uns die auf. Aha. Okay. Oh, sieht schon mal ganz nett aus. Wenn man mal über den kleinen Schönheitsfehler hinwegschaut, dass die Ballen da eigentlich liegen, das sehe. Aber sonst sage ich, gefällt mir der Hänger ganz gut. Meine Fahrgrenze sind natürlich heute auch nicht die besten, sagen wir es ganz ehrlich. Schauen wir mal, wie das aus der Innenansicht ausschaut. Oh Gott, das wird jetzt was werden. Oh ne, das geht. Geht sogar besser als gedacht. Oh ja, hier haben wir auch einiges liegen lassen. Das haben wir mit dem Ladewagen ein bisschen aufsammeln, das Ganze. Hier ein bisschen jetzt über die Schwart fahren, nur den erwischen, aber dann funktioniert das echt super. Also hat der Händler echt einen guten Tipp. Der Hänger gefällt mir gut und vor allem nimmt er uns Arbeit ab. Fahren wir jetzt aber erst hier hoch und dann noch mal runter. War ich ein kleines bisschen zu schnell für die Maschine? Jetzt muss ich mal kurz aussteigen. Mache ich mit euch gemeinsam mal. Und das Thumbnail.
dass ich nicht gleich alles verrate. Oh, oh, mal zurück. Schauen wir mal, ob wir hier rumkommen. Ja, geht. Aber ich hatte auch einiges an Gewicht, was es da hinten drauf ist. Schauen wir mal, ob ich die gleich beide mitnehmen kann. Und dann dürften das die letzten zwei Ballen hier sein. Jupp, sieht gut aus. Dann fahren wir das Ganze gleich in den Hof. Klappen das Ganze noch zusammen hier hinten. So, jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier rauskommen. Bisschen holprig das Ganze hier. Aber es geht. So, da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, so am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wenn ihr kein Video oder Stream verpassen wollt, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung, Tipps und Tricks in die Kommentare. Ich freue mich immer, die zu lesen. Und man kann ja auch nicht alles wissen. Da bin ich auch immer wieder auf eure Hilfe angewiesen. Oder wenn ihr schöne Mods habt, die hier zur Karte passen, verlinkt mir die doch einfach in den Kommentaren und ich schaue mir die so nach und nach mal an. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao, ciao.